Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute um 11 Uhr in diesem Video habe ich euch schon angekündigt, es wird eine Fortsetzung von der Berichterstattung geben, also von dem Thema, denn das Thema ist schon relativ groß und relativ heftig. Es geht darum, dass jetzt Alessia Herren mit Vorwürfen kommt, nämlich mit Vorwürfen der Gewalt gegen Jakob. Jakob soll sie wohl geschubst haben und ihr gegenüber handgreiflich geworden sein. Das habe ich in diesem Video mit euch besprochen. Hier geht es jetzt quasi weiter, denn Tessa äußert sich jetzt nun zu diesen Vorwürfen. Das ist insofern ganz interessant, weil sie jetzt auch eine Anzeige veröffentlicht hat. All das heute hier in diesem Video. Und wenn ihr nichts mehr vom Sommerhaus der Stars-Konflikt verpassen wollt, aber selbst keine Lust habt, den vermeintlichen Stars zu folgen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, mir zu folgen. Ich fasse für euch täglich dreimal die Trash-News zusammen und ich denke, das funktioniert ganz gut. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei! Wir machen das heute relativ zügig. Wir brauchen nämlich das Katzenreporter-Handy und schalten mal direkt zu Tessa in die Story. Sie hat nämlich über die Situation hier sehr ausführlich gesprochen. Eigentlich wollte sie sich jetzt im Social Media ein bisschen zurückziehen, aber im Schwere dieser ganzen Situation hat sie sich wohl dagegen entschieden. Wir hören mal rein. Moin Moin Friends, eigentlich wollte ich mich auf Instagram nicht zeigen, weil es mir wie gesagt nicht gut geht und es sitzt alles noch ziemlich heftig in mir, so halt Trauma aktivierend as fuck. Und ich war jetzt gerade dran, Strafanzeige zu erstatten und was lese ich da, dass über in der Presse steht, dass eben alles ja halt eben behauptet, dass Jakob handgreiflich gewesen wäre. Komm mal klar auf dein Leben, junge Dame. Du weißt schon, wie krass du ausgeflippt bist und dass Jakob lediglich mich in Schutz genommen hat, was er ein Glück getan hat, weil ich vielleicht sonst ein Messer irgendwo hängen hätte. Ja? Also, Jakob ist ganz sicherlich nicht handgreiflich geworden und du brauchst jetzt nicht irgendwelche Lügen erfinden. Ich bin außerdem darauf gekommen, dass in Köln Ehrenfeld, du anscheinend auch schon mal versucht hast, die Tatsachen zu verdrehen, wo du festgenommen worden bist. Komm einfach mal klar auf dein Leben, Girl. Das ist halt so eine typische Tessa, ne? Also erst einmal bis zu dem Punkt, wo sie selber Infos, sagen wir mal, veröffentlicht hat, war alles in Ordnung. Und dann kommt aber so ein typischer Tessa-Move, dass man sein eigenes Argument stärker macht, indem man eine andere Sache in den Raum wirft, die vielleicht vielen gar nicht so präsent war. Und ohne Quelle, ohne das irgendwie zu verifizieren, ich kann euch dazu nichts sagen. Also ich weiß jetzt nicht, was da in Köln passiert ist, aber das ist halt so das, was viele Menschen mit Tessa für eine Problematik haben. Sie kann oftmals, wie soll man das formulieren? Sie macht sich ihre eigenen guten Argumente mit ihrer Art kaputt. So kann man es vielleicht sagen. Ja, auf jeden Fall, hier geht es darum, ganz klar, Jakob ist nicht handgreiflich geworden. Jakob hat quasi Tessa nur beschützt vor Alessia, die hier mit diesem Messer im Sommerhaus der Stars, ja, dass sie da halt wirklich völlig indiskutabel, was soll ich dazu sagen? Es geht nicht. Also sie hätte aus der Show genommen werden müssen. Alessia hätte ab dem Zeitpunkt aus der Show genommen werden müssen. Ich verstehe nicht, dass RTL so nicht reagiert hat. Ich komme in dieser Show mit so vielen Teilnehmern nicht klar, aber irgendwo muss ja eine Grenze sein. Sorry, dass ich gerade vom Thema abweiche. Ja, aber irgendwo muss eine Grenze sein. Und diese Grenze ist in dieser Show überschritten worden, als es diese Messersituation gab. So war das, was Alessia gesagt hat, relativ klar formuliert. Und dafür hätte RTL Konsequenzen ziehen müssen. Fertig, aus. Gut, jetzt geht's weiter. Tessa schreibt und jetzt lügt sie sich da irgendwas zusammen. Also hier ganz klar eine Formulierung, dass Alessia am Lügen ist. Wir hören mal rein. Und ja, eine Entschuldigung habe ich auch nicht bekommen, auch nicht in der Show. Alessia hat mich danach nicht mehr angesprochen und ihr Mann hat mich dann weiter beleidigt. Und ich habe von Alessia nichts mehr gehört, ja, also außer irgendwelche blöden Blicke kassiert oder noch mehr Gehässigkeiten, die mir nicht gezeigt hat. Eine Entschuldigung habe ich in der Sendung nicht erhalten. Eine komische Entschuldigung, die mit einer Beleidigung reinstartet und mir meine Gefühle abspricht, kam von Alessia. Ja, kann man nicht ernst nehmen. Werde ich auch nicht machen. Ich bin auf jeden Fall dran, Strafanzeige zu erstatten. Mein Anwalt ist auch dabei. Und ja, lieber Alessia, du wirst auf jeden Fall Post bekommen.
Und an dieser Stelle wollte ich mich nochmal ganz lieb bei Jasmin Herren bedanken, die mir eine Nachricht geschickt hat und mir ihr Mitgefühl ausgesprochen hat. Und auch an dich, liebe Jasmin, Mitgefühl. Das ist wirklich echt alles ganz schön heftig. Die große Frage, ob Jasmin Herren das wollte, dass Tessa das öffentlich macht. Jasmin Herren hatte ja schon vor Jahren mit Alessia Herren, die nicht ihre leibliche Tochter ist. Ich muss es nochmal betonen. Ich habe es ja auch in einem Video, ich glaube, das war dieses Video, euch auch nochmal erklärt, was da damals alles los war. Und Jasmin Herren hat hier wohl Solidarität Tessa bekundet, was ja durchaus in Ordnung ist. Und das hat sie jetzt aber öffentlich gesagt. Und das wird aber auch wieder diesem ganzen Konflikt nicht unbedingt helfen. Auch wieder ein Move, wo ich gesagt hätte, das hättest du für dich behalten müssen. Außer natürlich, Jasmin hat gesagt, mach es öffentlich, ist mir egal. Dann ist alles gut, aber hier habe ich von Jasmin kein Statement gesehen dahingehend. Von daher wirkte das jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall klar formuliert, sie wird eine Anzeige machen. Jetzt habe ich schon öfter hier gesagt, das ist alles nicht so einfach, weil die Situation schon vor über 3 Monaten war. Und ich hatte euch den Quellentext eingezeigt, dass man 3 Monate Zeit hat, diesen Konflikt im Prinzip anzuzeigen. Und ich verstehe nicht, warum Tessa so lange gewartet hat. Tessa hat das mal erklärt, sie hat gesagt, sie hat so lange gewartet, weil sie die Szenen ja selbst noch nicht gesehen hat. Dieses Argument ist Quatsch. Wenn es zu einer Strafsituation gekommen ist, setzt sie, also zeigt sie das an. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft ermittelt und wird dann an RTL herantreten, um das Beweismaterial zu erhalten. Da geht es nicht darum, was im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das ist dem Staatsanwalt ziemlich egal, weil das, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist nicht strafrechtlich das Relevante, sondern relevant ist, was vorgefallen ist. Das heißt, RTL wäre vermutlich verpflichtet gewesen, ich bin jetzt kein Jurist, aber sagt mir ja schon mein Menschenverstand, dass das der richtige Weg gewesen wäre. Jetzt hier monatelang zu warten, um das dann jetzt zu tun, das wird auch der Richter hinterfragen. Der wird auch sagen, naja, aber gute Frau, wieso kommen Sie denn jetzt, wenn das im Mai gedreht wurde? Juni, Juli, August, September, Oktober, 5 Monate später zu uns. Ich glaube, das wird schwierig werden. Was natürlich Tessa jetzt anzeigen, na, wobei es kann Tessa auch nicht anzeigen. Jakob könnte anzeigen, dass wegen Verleugnung, dass hier die Alessia behauptet, er wäre handgreiflich geworden. Aber das hätte Tessa auch nicht machen können. Das hätte Jakob machen können. Sie selber schreibt noch, also deswegen braucht sich Alessia nicht entschuldigen. Ein solches Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Das regeln dann andere Leute. Zitat Ende, damit ist der Anwalt gemeint. Und ja, also es scheint eine Entschuldigung gegeben zu haben, die Tessa aber nicht angenommen hat, weil die Entschuldigung nicht dem Rahmen entsprochen hat, den Tessa für angemessen befunden hätte. So habe ich es jetzt verstanden. Ich kann es auch verstehen, auch das ist Tessas gutes Recht. Sie muss nicht eine Entschuldigung annehmen. Was aber nicht bedeutet, dass es keine Entschuldigung gab. Eine Entschuldigung, die einem nicht gefällt, ist immer noch eine Entschuldigung. Auch wenn sie vielleicht doof formuliert war, mit einer Beleidigung versehen ist oder. Was Tessa durchaus aber in Frage stellen kann, ist diese Entschuldigung ernst gemeint? So, das kann sie natürlich und es ist ihr gutes Recht zu sagen, ich nehme sie nicht an. Nur das differenziere ich so ein bisschen. Wir hören mal weiter rein. Nichtsdestotrotz bin ich keine Richterin. Ich kann niemanden schuldig sprechen. Auch nicht Alessia, sie wusste es nicht besser als so. Das ist natürlich schade, wenn jemand dann so agiert, dass er es nur so wusste. Sad story. What can you do? Nur gibt es Dinge, die man so auch nicht stehen lassen braucht, die heftig sind. Und wo es dann einfach auch darum geht, dass jemand seine gerechte Strafe dafür bekommt. Weil wenn man ein gewisses Alter erlangt hat, kann man so nicht mehr durchs Leben laufen. So, wenn du jugendlich bist, okay, dann machst du vielleicht ein paar Arbeitsstunden. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, als ich jugendlich war. Wenn ich irgendwie Mist gebaut habe. Ich habe auch schon Arbeitsstunden geleistet. Ich habe im Krankenhaus Tabletts gesäubert. Ne? So lernt jeder eben aus seinen Fehlern. Und wenn das die Liebe Alessia noch nicht machen durfte, dann wird es langsam wirklich auch Zeit dafür. Ja, mal gucken. Aber man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Ja, ganz interessant, dass Tessa jetzt so ein bisschen über ihre eigene Vergangenheit spricht. Ich selber bin, was Arbeitsstunden betrifft, meine Jugend ging mit meiner Playstation einer Hand. Also ich habe mehr Zeit online verbracht als manche bei Arbeitsstunden, ja. Also ich habe keine Vorstrafen, ich habe nie mit der Polizei irgendwas zu tun gehabt. Das ist kein normales Leben, mit der Polizei zu tun zu haben. Das klang jetzt alles so, naja, das ist so. Nee, ich hoffe, dass wir alle uns einig sind, dass man eigentlich durch das Leben kommen sollte, ohne irgendwie mit der Justiz konfrontiert zu sein. Ja, das ist eigentlich ein
normales Leben. Aber es gibt natürlich gewisse Umstände im Erwachsenwerden, in der Jugend, in der Familie, was natürlich zwangsläufig dazu führen kann, dass man auf eine schiefe Bahn gerät. Ja, das kann so sein, selbstverständlich. Und das ist ja auch, was Tessa ja auch immer erzählt, was ihr passiert ist. Und dafür habe ich auch wirklich, davor habe ich Respekt. Und das finde ich, ja, da tut es mir natürlich auch leid, dass sie hier schlechte Sachen erfahren hat. Und mir tut da jeder Mensch leid. Jeder Mensch, der eine beschissene Kindheit hatte, der irgendwie ein schweres Leben hatte und dann auf eine gewisse schiefe Bahn gekommen ist, Arbeitsstunden geleistet hat, dann hat man zumindest wirklich schon irgendwo mal ein Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und ich finde auch, das muss dann bestraft werden. Und ich teile Tessas Meinung auch, dass auch Alessias Verhalten, wenn es so war, und das, was wir gesehen haben, dass es Konsequenzen mit sich führen soll. Aber halt nicht 5 Monate später. Das ist das, was ich jetzt hier so ein bisschen bemänge. Jetzt erzählt Tessa noch ein bisschen von ihrer Vergangenheit. Das nehmen wir mal mit rein, um so ein bisschen uns auch eine Meinung zusätzlich zu Tessa bilden zu können und vielleicht uns auch erklärt zu bekommen, wieso Tessa so ist, wie sie ist. Ich habe damals, als ich jünger war, sogar Knasti-Fotos gemacht mit so einem richtigen Schild und so. Ja. Und das ist ja auch so, dass man wirklich dann daraus lernt, ne? Also, ich bin auch nicht absichtlich, was wir fies nennen, geworden. Ich habe mir zum Schutz so einen massiven Panzerhülle gebaut, um zu überleben, weil man mich sonst so fertig gemacht hätte. Also bin ich zu Super Bad Bitch Tessa geworden, ja. Mit meinem Nasenpiercing und meinen blondierten Haaren und meiner kurzen Hotpants und mir konnte keiner was sagen. Und ich hatte auch eine Szene, wo ich ein Messer in der Hand hatte, weil eine Kollegin mir ein T-Shirt geklaut hatte aus meiner Wohngruppe und ich gesagt habe, du ziehst jetzt das T-Shirt aus, gibst mir das wieder. Sie hat mich angelogen und meinte, das wäre ihr T-Shirt. Ich habe das Ikea-Messer genommen, es war ganz stumpf, aber ich habe gesagt, du ziehst das jetzt aus, sonst stech ich ab. Ja, und deswegen kann ich da einfach total gut mitfühlen, auch mit Alessia. Nur weil ich halt damals echt 14 und ja, bin damals dann auch von der Schule für schwer erziehbare geflogen, weil ich einfach so krass geworden bin, weil ich einfach gar keine Grenzen mehr konnte und das nur, um mich zu beschützen. Und deswegen kann ich mich da sehr gut einfühlen und auch Verständnis für aufbringen. Deswegen stehe ich so für mich total so im Zwiespalt. Mit einer Seite habe ich total Mitgefühl mit Alessia und kann das Verhalten sogar verstehen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht in Ordnung und es ist zu verurteilen auf jeden Fall. Das geht nicht. Das geht nicht. Und ein Glück, sage ich jetzt mal, hat es mich getroffen, wo ich da schon sehr viel gelernt habe und viel Erfahrung hatte von üblem Mobbing in der Schule, wo man mir eine Faust gegeben hat, dass meine Zahnspange hier durchgezeigt hat und ich zum Kieferorthopäden musste und zum Gesichtschirurgen, um das wieder rauszumachen. Ich habe dann die Story jetzt ein bisschen abgekürzt. Hesse hatte dann noch ein bisschen weiter etwas erzählt. Für mich war nochmal dieses hier relevant. Strafanzeige erstattet. Manchmal tut es einfach gut, über Dinge zu sprechen. Ihr wisst nicht, wie schwer das war, aber ich habe es gemacht. Und danke, Jasmin Herren, fürs Mutmachen. Also hier ist die Strafanzeige übermittelt worden. Was nun aus dieser Anzeige wird und ob da überhaupt was draus wird, da halte ich euch auf dem Laufenden, falls es dazu irgendwann mal Updates gibt. Wie gesagt, ich selber sehe die Chance, dass jetzt hier das Verfahren eingestellt wird, als relativ gegeben, aufgrund der Tatsache, dass die Anzeige jetzt sehr spät erfolgte für eine Situation, die schon lange zurückliegt. Und man hätte hier in dem Ermittlungsverfahren, wie gesagt, auf das Material von RTL zugreifen, ja, müssen und nicht nur darauf bezogen, was gezeigt wurde. Aber gut, ich bin, wie gesagt, kein Jurist, vielleicht hat es nochmal eine strafrechtliche Relevanz, dass es jetzt ja erst ausgestrahlt wurde, weil man das jetzt ja erst gesehen hat, tritt vielleicht dann erst die Rufschädigung in Kraft. Ich kann es euch nicht sagen. Müssen wir mal den Herrn Solmecke anrufen. Müssen wir mal Christian fragen, meine Lieben. Das war jetzt der zweite Teil zu der großen Problematik zwischen Alessia Herren und Tessa Bergmeier. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob das weitergeht. Wenn es weitergeht, werdet ihr es auf jeden Fall hier bei mir auf dem Kanal erfahren. Ich werde natürlich weiter auch über das Sommerhaus der Stars berichten, meine Lieben. Ihr könnt euch morgen schon mal in euren Katzenreporter-Kalender einschreiben. Morgen bin ich live abends. Meine Lieben, macht es jetzt erstmal gut. Tschüss.